Badmintoner von Team USA, Shane Viskes. Auch Shane ist mal die Wahl gegangen, weil er, werde es gleich sagen, wenn es jetzt kommt, diesen Flieger in gescheckter Ausführung mit einem Arm gehangen hat. Absichtlich oder unabsichtlich? Unabsichtlich. Damit hier auf jeden Fall einen schönen Kollmann, einen schönen Kovac gesehen. Kratschow gescheckt, auch sehr schön. Kratschow gegrätscht hinterher. Adler Ganze. Sulemin. Adler Halde. Jetzt kommt noch ein Stalder. Passt. Und jetzt bereitet er seinen Abgang vor. Doppel-Doppel. Kleiner Hilfer nach vorne. Sehr schöne Übung von Shane Viskes. Kommt da sehr gut durch. Ist damit zurecht zufrieden. Während Patrick Correa am Boden für seine Übung eine 12-2-5 bekommt. 5-6 Ausgang, 6-6-5 in der E-Note. Da spielt sicher der Sturz eine große Rolle. Hier sehen wir nochmal den Kollmann. Kann er sehr früh an der Stange zufassen. Sehr kontrolliert. Genauso beim Kovac. Genug Zeit, um die Stange zu suchen. Ja, Zeit und genug, das ist spannend. Das geht so schnell. Ja, also man sieht, man hat es ja gesehen, er streckt die Arme nach vorne aus, merkt, da ist der Holm nicht. In dem Moment checkt auch das Gehirn so langsam, okay, der ist ein bisschen nah. Dann werden die Hände nach unten dran an den Körper genommen und dann wird gewartet, bis irgendwann bis die Stange kommt. Ja. Und Shane Viskes bekommt hier eine 3.